Pumpkin Cookies. Das sind. Na, diese Dinger, die wir jetzt alle ausschnitzen, gerade wegen Halloween. Wie heißen das? Kürbiskekse? Das könnte sein, dass das nur für Erwachsene ist. Kinder, aber die werden eh irgendwann sterben. Geil. Edgar's Spooktacular Adventure von Chai Tee. Kann ich jetzt auch nichts dafür? Aha. 105 Dollar Adventure Game Challenge. Man legt direkt los, man. Das ist. Und ich bin ja so eine dicke Hummel. Kylo Milo. Press E to talk, das kann ich. Was ist denn los, Junge? Wo sind denn die ganzen Rotznasen hin? Oh, ich bin eine Biene. Und hier, komm mal rein, Junge, kannst du rausgucken. In deinen wildesten Träumen und in deinen schlimmsten Albträumen wirst du sowas noch nicht erlebt haben, so ungefähr. Was gibt's für Süßigkeiten? Kenn ich alles nicht. Aber King Size ist riesengroß. Ja, okay, komm, lass mich rein. Everybody. Das ist jetzt auch kein Party People Haus. Was soll das? Du möchtest nicht hier sein? Du bist aber hier. In my time, my little one. Oha. Also wenn ich die Aufgaben erledige, dann darf ich gehen. Das war's schon. Press T to look. Hier liegt Ron Johnson. Lang. Aha. Hier sind R markiert. Oh Gott, er hinterlässt. Ja, und ein paar Kinder, aber die werden eh irgendwann sterben. Oh Gott. Geil. Hier liegt niemand Besonderes mit einem markierten N. Hier liegt Karl Engels, aber ohne markierten Buchstaben. Ich habe die Schaufel gesehen, Freunde. Beruhigt euch wieder. Ein professioneller Tafelabwischer. Einmal ein frei und ein N ist markiert. Mit wem kann ich sprechen? Hier ist ein Hollowed-Out-Hole. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber das könnte sein, dass es nur für Erwachsene ist. C. Doc bless him. Er war Tierarzt. Okay, bis auf den sind überall Buchstaben markiert. Also ist das hier das besondere Grab. X. Moment, kann ich das mit Controller spielen? Tatsache! Cool. Jetzt habe ich gar kein E. Ja, okay, also ich kann quasi mit Controller zwar laufen, aber nichts machen. Gib mir jetzt. Ach, mit X habe ich gedroppt und mit E? Okay, mit E habe ich geschaufelt und habe ich hier ein Item rausgeschaufelt. Kann ich nicht. Achso, muss wahrscheinlich die Schaufel wegpacken, genau. Und dann geben wir das jetzt dem Obelisken-Mann. Nein. Doch. The Jewel is in the Slot Machine. Hallo? Okay, jetzt kommt eine Stimme raus. Passwort. Halloween. Entschuldigung. Das war laut, oder? Ja, ist auch Halloween! Richtig. Ach so. Okay, kurzer Schnitt. Ich sammle mal die Buchstaben, was? Candy Corn. Candy Corn. Ach Quatsch, mit Soße. Na, easy. Was ist das? Ah, pass auf, wir gleich streicheln, nicht aus. Ach doch nicht. Ach, jetzt habe ich den Geist eingefangen. Oh, da wird der Entwickler aber sauer sein, dass ich vorhin nicht mit den Geistern rede. Wahrscheinlich sagen die mir, wo sie hin müssen. Aber ich bin so doof. Henry is beautiful. Und Henry wiederum, Alter, krass, will neben Dave sitzen. Ist aber auch relativ cool, weil es Dave scheinbar egal ist, wo er sitzt. So. Was hast du nochmal gemeckert? Was?
Was? Er möchte an den Scrumption Morsels so nah wie möglich. Was sind denn die? Woher soll ich denn jetzt wissen, was die... Was hat der gesagt? Pumpkin Cookies. Das sind... Na, diese Dinger, die wir jetzt alle ausschnitzen, gerade wegen Halloween. Wie heißt denn das? Kürbis? Kekse? Er möchte so nah wie möglich an den Kürbiskeksen sitzen, weil seine Arme ja so kurz sind. Also Henry, er will nicht neben Henry und nicht neben Alan sitzen. Aber neben Henry ist gar kein Platz mehr und Dave ist ja das. Dann kannst du dich da daneben setzen erstmal. Ah ne, war gar keiner. Ach, dich habe ich noch gar nicht wahrgenommen. Also doch schon. Ich dachte, hallo? Ja. Ja, alles klar. Ja, habe ich schon rausgefunden, Bist du mit der mit Mundgeruch? Er will also neben Fernando sitzen. Das ist nicht so schlecht, pass auf. Das ist Fernando. Und der will am Tee sitzen. Oh nein. Er will zwischen Alan und Cole sitzen? Wie soll ich denn das machen? Sag mir bitte, dass das hier Cole ist. Fantastico. Es ist aus Versehen alles richtig. Ich muss es nur noch drehen. Genau. Ey, was bin ich? Ich fühle mich so klug. Ich fühle mich so super klug. Er will am Tee sitzen. Hä, warum ist das Zeug jetzt weg? Hä, hallo? Ist doch noch gar nicht 100% richtig. Oh Gott, ist gar nicht so leicht jetzt. Ohne Mist, du musst doch da nicht im Weg sitzen jetzt. Ja, das wird jetzt eventuell dann doch doof, weil der ja auf jeden Fall in der Nähe von Keksen sitzen wollte. Gott, habe ich mir das so romantisch vorgestellt gerade. Bin ich doch nicht so klug. Mist. Wenn du dich mal ordentlich hinsetzen würdest, Alter, das macht's nicht leichter für mich gerade. Warum kann ich dich nicht mehr absetzen? Oh nö. Es war doch richtig. Nee. Jetzt aber, komm. Hä? Warum nicht? Was ist eigentlich das da hinten? Was? Hä? Warte mal. Das ist das nächste Rätsel oder was? Muss ich es nochmal anfangen? Wo wären denn die Kekse? Das nervt mich jetzt ein bisschen. Fertig. Nein? Ist es nicht fertig? Guck mal, jetzt sind die schon wieder alle weg. Heißt es jetzt, noch ist Peps es vielleicht dabei? Doch fertig? Und dann ist das nächste Rätsel. Hatte ich jetzt gerade schon fertig? Ein bisschen ein Otto geworden. Das, gucken wir mal nur die Fronten an. Das sind vier Stück. Überall ist jetzt das gleiche Licht. Press A or D. Yes, um auszusuchen. Alles gut. Und F ist drehen. Das ist oben. Rechts. Ach so. Jetzt habe ich ach so gesagt. Aber hier ist jetzt nichts nach rechts gewandert, oder? Was ist denn dann dreimal da, wenn ich vier Häuser habe? Ist irgendwas nur dreimal da? Nein. 1, 2, 3, die Lücke dazwischen ist nur dreimal da. Wo zeigst du denn jetzt hin? Nach da? Hä? Ich fürchte, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. I can help you make potions if you gather ingredients. Ja, alles klar. Okay. Ich brauche also irgendeinen Trank, der die Statue leichter macht. Bums. Ich weiß gar nicht, ob das jugendfrei ist. Aber nein, das ist es nicht. Was ist denn? Ah, sagt Edgar, der Pumpkin Man. Dann lasse ich jetzt Lila weg. Okay, war nicht. Also ja. Habe ich das scheinbar doch noch nicht probiert. Ist so ein Denkfehler? Na gut. Ja, wahrscheinlich ist egal. Yes, I use the potion on the statue. Yes. Es hüpft weg. Hüpf.
Schwere Geburt, schwere Geburt. Ach so, jetzt kriege ich die Lieblingssüßigkeit, die Lieblingssüßigkeit. Der Weg nach Hause, na, herzlichen Dank, tolle Süßigkeit. Ach so. Ja, ich habe jetzt hier so ein Candy Corn bekommen. Etwas frustrierend, ich möchte es nicht leugnen. Eine Hat Daumen schöne gemacht, Musik, an die, ist okay. Also die so wird muss mich, man erstmal machen. Die werde ich vermissen, die wird mir gleich fehlen. Jeden Moment. Jetzt.